Am Ende wird der Diener hinausgeworfen in die äußerste Finsternis. Ja, es geht in diesem Video um das Gleichnis der anvertrauten Talente. Und was hat dieser Mann falsch gemacht, dass er hinausgeworfen wird? Und um was geht es überhaupt bei diesem Gleichnis? Diese und weitere Fragen werden jetzt beantwortet, also bleibt dran. In diesem Gleichnis geht es um einen reichen Mann, der ins Ausland reisen muss und für die Zeit seiner Abwesenheit übergibt er seinen Besitz, ausgedrückt in Talente, das ist eine antike Maßeinheit, übergibt er seinen Besitz zur Verwaltung drei Dienern. Der erste Diener bekommt 5 Talente, der zweite Diener bekommt 2 Talente und der dritte Diener bekommt 1 Talent. Und während der Zeit seiner Abwesenheit verwalten diese, die beiden ersten Diener verdoppeln die Summe von 5 auf 10, von 2 auf 4 durch Handel und der dritte Diener vergräbt dieses eine Talent. Als der reiche Mann zurückkehrt, müssen sie Rechenschaft ablegen über die Verwaltung des Besitzes. Die ersten beiden Diener werden entsprechend gelobt und belohnt. Der dritte Diener, der dieses Talent vergraben hat, der wird getadelt. Er hat eine Begründung dafür. Er wird getadelt und letzten Endes hinausgeworfen in die äußerste Finsternis. Das ist ein Bild der Hölle. Nun, bezüglich der Bildebene des Gleichnisses repräsentiert der reiche Mann, der ins Ausland reist, repräsentiert Jesus Christus in der Zeit seiner Abwesenheit von der Erde. Also in der Zeit von der Himmelfahrt bis zur Wiederkunft ist Christus quasi abwesend von dieser Erde und er übergibt Besitz den Dienern. Die Diener repräsentieren die Menschen, insbesondere die Menschen der Christenheit und ihnen wird Treuhandschaft anvertraut. Das ist das Geld, die Talente. Also der reiche Mann ist der Treugeber und die Menschen, die Diener sind die Treuhänder. Sie haben also eine Treuhandschaft zur Verwaltung. Was bedeutet nun dieses Gleichnis? Es ist ein Gleichnis über das Reich der Himmel. Das ist letztlich ein Begriff für die Christenheit, also der Bereich auf der Erde, an dem sich die Menschen zu Christus bekennen. Nun, jeder Diener hat mindestens ein Talent bekommen von diesem Herrn. Dieses erste eine Talent, das jeder Diener hat, ist das irdische Leben. Dieser eine Diener hat ein Talent bekommen und dieses eine Talent zur Treuhandschaft ist das irdische Leben und die natürlichen Fähigkeiten. Das, was Gott jedem Mensch anvertraut, als Besitz, aber nicht als Eigentum. Denn die Menschen sind verantwortlich dafür, dieses Leben auszurichten an den Willen Gottes. Das ist die Verantwortung eines jeden Menschen. Und dieser Diener nimmt dieses Talent und vergräbt es. Und das machen die Menschen auch. Sie nehmen ihr irdisches Leben, das ihnen Gott anvertraut hat, und vergraben es in Gottlosigkeit, in Atheismus, in Hedonismus, in Materialismus, in Religiosität und vielem mehr. Nun, dieser Diener muss Rechenschaft ablegen. Und er hat eine Begründung, dass er es vergraben hat. Er sagt, ich kenne dich gut, Herr. Ich weiß, du bist ein harter Mann. Das ist seine Begründung. Die Antwort des reichen Mannes war, du bist bös und faul, ein böser und fauler Knecht. Und das ist die Realität. Die Menschen vergraben ihr Leben, anstatt es an Gott auszurichten. Das heißt, sie sind böse, sie sind ungehorsam. Sie richten ihr Leben nicht an den Willen Gottes aus. Und sie sind faul, weil sie ein falsches Gottesbild haben. Dieser Diener hat ein falsches Bild von seinem Herrn gehabt. Und so haben auch die Menschen ein falsches Bild von Gott. Sie haben ein falsches Bild von Christus. Und sie machen sich nie die Mühe, sich mal zu beschäftigen mit dem Wort Gottes und zu erfahren, wer ist denn wirklich Christus? Und dann würden sie erfahren, dass Christus der Gebieter aller Menschen ist, dem sie Rechenschaft ablegen müssen. Und dieser dritte Diener ist ein Bild für ungläubige Menschen, insbesondere in der Christenheit, die also vielleicht sogar ein christliches Bekenntnis haben, die sich Christen nennen, aber trotzdem keine Beziehung haben zu Christus. Sie vergraben ihr irdisches Leben. Und sie werden Rechenschaft ablegen müssen am großen weißen Thron und werden dann dort verurteilt zur ewigen Gottesferne, zur Hölle. Dieser Diener wird hinausgeworfen in die äußerste Finsternis, das ist ein Bild der Hölle. Nun, die beiden anderen Diener
haben auch Talente bekommen, aber mehr als dieses eine Talent. Sie haben mehr als dieses irdische Leben. Diese beiden anderen Diener repräsentieren wiedergeborene Christen, denn diese haben nicht nur das irdische Leben mit den natürlichen Fähigkeiten zu verwalten, sondern auch geistliche Aufgaben und geistliche Gaben, geistliche Fähigkeiten zur Verwaltung. Und ihre Verantwortung ist es, diese zu vermehren, so wie Jesus Christus sagt an einer anderen Stelle, sie sollen Frucht bringen, sie sollen mehr Frucht bringen. Das heißt, sie sollen ihre geistlichen Aufgaben und Gaben einsetzen für Christus, damit sie Frucht bringen und noch mehr Frucht bringen. Und auch die wiedergeborenen Christen müssen Rechenschaft ablegen am Richterstuhl Christi über ihre Treue und auch diese werden dann belohnt. Sie werden bezeichnet als gut und treu und werden dann belohnt mit Aufgaben im tausendjährigen Reich. Das ist eine Form der Belohnung, dass die wiedergeborenen Christen Aufgaben, Verantwortung bekommen im tausendjährigen Reich, gemäß ihrer Treue auf der Erde. Das ist die Bedeutung des Gleichnisses. Ich hoffe, das Video hat dir geholfen, das Gleichnis besser zu verstehen. Falls du aber noch Fragen oder Anmerkungen hast, kannst du diese gerne in die Kommentare schreiben. Und falls du weitere hilfreiche Videos sehen willst, dann abonniere doch am besten gleich den Kanal und schaue dir dieses interessante Video an.